Ich bin Daniel Severin. Ich bin im Vorstand der Comturei Alpinum. Das ist eine historische Gruppe, die das Leben im 12. Jahrhundert darstellt. Wir sitzen jetzt hier gerade auf der Burg Jürgenberg oder Mont Sangiri im Bündnerland und bauen jetzt hier ein Lager auf für ein Event, das wir morgen machen. Das ist das Event, wo wir jetzt hier sind, ist ein. Wir sind angefragt worden vom Museum Waltensburger Meister. Das hat in Waltensburg, weiter hinten von der Burg in diesem Dorf, hat es eine wunderschöne Kirche, die im 13., 14. Jahrhundert ausgemalt worden ist, innen dran komplett. Und da gibt es jetzt ein historisches Event, wo man einerseits Musik macht in der Kirche und da gibt es diverse Vorträge und wir sind dafür da, eigentlich das Leben im Hochmittelalter darzustellen. Auf der Burg selber. Und das den Leuten dann ein bisschen zu zeigen. Unsere Gruppe existiert etwa seit 10 Jahren. Plus minus. Man hat sich am Anfang einfach zusammengetan, weil man das Mittelalter spannend gefunden hat. Allgemein hat sich dann so langsam auf die Zeit ums ausgehende 12. Jahrhundert, um 1180 herum eingeschossen. Vor allem, weil dort dann auch zum Beispiel die Minne, das klassische Rittertum, kommt auf zu dieser Zeit. Es ist die Zeit von der Kreuzfahrer zum Beispiel auch, also von einer sehr speziellen Gegebenheit. Währenddessen gleichzeitig aber zum Beispiel der friedliche Handel extrem wichtig geworden ist. Man hat sich sehr stark mit dem Orient austauscht. Wissen ist wieder zurück auf Europa zum Teil gekommen, wo vorher weniger präsent war. Zum Beispiel Medizin, aber auch Musik. Hat sich verändert, also eben mit dieser Minne, wo ja das klassische Rittertum aufgekommen ist, ist auch die Musiknotation hat sich verändert. Universitäten sind gegründet worden, viele Städte sind gegründet worden. Und durch das sind wir da in einer extrem lebendigen Zeit in Europa. Und das wollen wir zeigen. Und Living History heisst halt, dass es eben lebendig muss sein. Das, was sonst hinter Glas ist, kann man halt anlangen, kann man schmecken, kann man ausprobieren. Das macht man einerseits, indem man es den Leuten zeigt, wie es jetzt da mehr ist. Wir selber dürfen das aber natürlich auch erleben. Also wir sind auch ein bisschen im Film drin, zum Teil. Aber bei so Publikumsveranstaltungen ist das natürlich weniger der Fall. Das ist aber auch bei internen Sachen, die wir durchaus auch machen. Da gehen wir halt mal mit Ross über einen Alpenpass ziehen. Probieren aus, wie das funktioniert mit dem Reiten, mit dieser Kleidung, wie die Kleider funktionieren oder die Schuhe funktionieren und so weiter. Und es hat da diverse halt so ein bisschen, auch wissenschaftliche Sachen, die darin hineingehen. Und wir haben auch gemerkt, dass es je näher dass man bei den historischen Quellen ist, desto besser funktioniert es. Also wenn man über einen Alpenpass hineinläuft, dann sind dem, der unten durch noch Gummisohlen an seinen Schuhen dran hatte, weil er noch keine anderen Schuhe hat, dem sind die Gummisohlen abgefallen. Weil die sind nur angekleben, das funktioniert nicht. Und die richtige historische Schuhe hatten, die haben verhebt, da ist gar nichts passiert. Also von dem her, ja, wir arbeiten sicher auf gewisse Art und Weise wissenschaftlich, wir sind aber natürlich keine Wissenschaftler. Also ich würde mich jetzt nicht als experimentellen Archäologe bezeichnen. Wir haben aber natürlich sehr engen Kontakt mit Archäologen und Historikern, wo wir gewisse Sachen dann natürlich auch wiederum checken lassen und mit ihnen anschauen. Also da gibt es diverse Sachen. Zum Beispiel haben wir jetzt neue Specksteingefäße. Bis zu diesem Jahr haben wir kein Specksteingefäß gehabt, weil wir eigentlich nichts davon gewusst haben, bis wir herausgefunden haben durch Diskussionen mit der Stadtarchäologie von Zürich, dass ein Viertel vom Fund von der Scherben Specksteine sind im Alpenraum. Wieso haben wir bis jetzt nur ein Tongefäß gehabt? Also haben wir uns jetzt Specksteingefäß machen lassen aufgrund von Fünf. Also das Ziel der Veranstaltung ist, dass wir den Besucher, den Zuschauer, den Besucher die Lebensrealität vom Hochmittelalter oder vom Mittelalter allgemein ein bisschen näher bringt. Und wir machen das, indem wir halt sogenanntes Living History betreiben, also lebendige Geschichte. Wir zeigen die Geschichte, wie sie am Schauplatz stattgefunden hat, wie sie ausgesehen hat. Für das machen wir diverse Sachen aus dem damaligen Leben.
ich bin jetzt zum Beispiel da als Schreiber, habe viele Sachen zum Schreiben dabei, weil natürlich vor allem mit den Malereien vom Walzburger Meister, also es ist kunstgeschichtlich sehr spannend. Und da zeigen wir jetzt ein bisschen die Entwicklung, wie sie war in der Buchmalerei und in der Kalligrafie, der Schriftgeschichte. Dann haben wir aber auch, wir prägen Münzen, prägen, wir prägen Talgsüden zum Beispiel, das ist die sozusagen das Pendant von der Wachskerze von damals. Also man hat eigentlich nicht, Wachs war sehr teuer, darum hat man Talg genommen. Das tut man, muss man auskochen und dann aus dem Lämpli machen. Wir färben. Wir haben eine Färberin da, die dann Stoff färbt. Und wo die Kinder dann auch ein bisschen schauen können, wo je nachdem Kind können ein Stück Stoff oder ein Stück Wolle blau färben. Und dann kochen wir natürlich auch. Also wir kochen auch immer authentische Rezepte aus dieser Zeit. Von alten Kochbüchern. Und morgen haben die Zuschauer auch exklusiv noch die Möglichkeit, gewisse Gerichte auch zu probieren, die wir kochen. Also es ist, persönlich gefällt mir an diesem Hobby einerseits, dass es nie aufhört. Man hat immer noch ein Thema, das man auch noch angehen kann. Wir haben jetzt ein neues, gerade für mich ein neues Skriptorium gebaut, weil ich neue Quellen gefunden habe, wo man eine Vorlage hat. Das heisst, man baut dann plötzlich etwas Neues. Man kann es eigentlich immer weitermachen. Es gibt einige Darsteller, die dann auch in andere Zeiten noch switchen, also andere Zeiten noch darstellen. Dafür habe ich jetzt zu viel zu tun mit dem 12. Jahrhundert schon. Das mache ich momentan nicht. Und am coolsten finde ich halt immer das Feedback, das kommt vom Publikum. Das ist der Hauptteil. Also wenn das Publikum kommt und sagt, hey, wow, das wirklich voll, habe ich das richtig gespürt, wie das in diesem Mittelalter war, und sich bedankt und halt Sachen sieht, die sonst meistens nicht sieht. Also wenn man kann, jetzt in meinem Fall halt mal Pergamenturkunden in die Hand tun, die sonst hinter dem Panzerglas liegen, wenn man kann Bücher anschauen, historische, wenn man mal kann sehen, wie man mit einer Feder geschrieben hat, einfach so die Nähe zu dem Historischen, das fasziniert die Leute extrem. Das ist auch wirklich das, was es für mich ausmacht, und selber auch das mal zu erleben. Also das ist auch sehr ein lässiges Gefühl, wenn man merkt, dass etwas funktioniert, was man gemacht hat. Oder wenn ich jetzt endlich mal geschafft habe, dass ich wirklich mit dem Gänsekiel genauso kann schreiben wie einer vor 900 Jahren. Das ist schon noch eine lässige Erfahrung. Also dass man so wie einen Griff vielleicht so klein leicht in die andere Zeit rein hat. Obwohl wir uns das natürlich gleich überhaupt nicht vorstellen können, weil es so dermaßen eine andere Denkweise war damals, wie das heute ist. Aber gleich hat man manchmal so das Gefühl, ja doch, also so könnte es jetzt schon, so könnte es jetzt gewesen sein. Also dass man irgendwie in einer wiederaufgebauten Burganlage sitzt und eingeführt hat und etwas isst, was sie schon damals gegessen haben, aus einem Topf, den es schon damals gegeben hat, mit Kleidern an, die man damals so getragen hat, und merkt, dass alles aufgeht und funktioniert. Das ist sehr, sehr spannend.